Fällt's auch wieder, weil da oben haben wir nur noch 15 Grad drin. Dieser Schlag ist weg. Ist bei ihm aus, 9,7. Ist der Hitzeschlag auch weg? Hast du 16 Stunden seine Parasiten wieder behandelt bekommen? Ich denke mal, da müssten wir jetzt rumkommen mit. Kann ich den vermutlich sogar abbrechen. Den auch. Temperaturen steigen wieder. Kein Anzeichen. Er hat wieder erste Anzeichen von Hitzeschlag. Es wird auf jeden Fall wieder wärmer draußen, 46 Grad. Und jetzt wieder so ein Hitzeschlagproblem so langsam. Ja, den ziehen wir mal wieder raus, glaube ich. Der soll sich mal hier in der Kälte, im kühlen Raum noch mal ein bisschen abkühlen. Der ist noch in Ordnung, der ist noch in Ordnung. Bei ihm fällt es jetzt wieder, sehr gut. So, Holz kriegen wir jetzt so langsam wieder rein, ist gut. Zufrieden sind sie eigentlich auch alle noch soweit. Was er mir eben ja noch gesagt hat, was ich noch bauen soll, so ein Vergnügungsding hier. Und hier so ein Teil hinbauen. Hufeisen werfen spielen können. Und was macht er? Geht etwas spazieren in der Kühle, im kühlen Raum hier, das gefällt mir. Er hat nichts zu tun. Das ist der Grund, aber es ist mir im Moment auch recht, solange es so heiß ist draußen. Jetzt mit Kondo aus, da hat er auch schon wieder erste Anzeichen des Hitzeschlags. Bei ihm sind sie wieder weg, den kann ich wieder arbeiten lassen. Und so langsam müssten die auch hier unten. So, ne, die wachsen jetzt nicht mehr so schnell, wegen der Hitze. Es ist zu heiß für die Pflanzen. Ein Dach überall drüber bauen, auch in Ordnung. Das Bett wird demontiert. Können wir nochmal neues bauen? Jetzt unserem Kondor. 8,1%. Der jetzt entfernt Trick, okay. So, sollte sich sein Hitzeschlag auch wieder etwas abbauen, wenn er jetzt kocht. Jetzt geht er erst das Bett unten bauen. Nicht.
Das ist mir ehrlich gesagt immer noch nicht gut genug. Das kriegst du besser hin, Kondor. Da drin fällt es natürlich schnell. Das gefällt mir mal. Es ist innen drin auch 33 Grad, trotz Kühlanlage. Ja, es ist schön kühl mit 15 Grad. Grad ist es draußen. Okay. Erst da drin ist es 39 Grad, trotz Kühlanlage. Immer noch schlecht. Doch nicht. Das sollte doch nicht so sein. 12%. Da drin fällt es auch nicht mehr, weil es da auch 38 Grad ist. Natürlich jetzt nicht so optimal. Was? Jetzt mache. Er ist nicht verletzt. %. Pflanzen gehen nicht kaputt in der Hitzewelle. Ich hoffe auch mal, dass die Hitzewelle jetzt bald mal ein Ende hat. 41 Grad ist es hier drin. Ich nicht so toll. Wir haben auch erste Anzeichen des Hitzeschlags. Ja, auch. So arg lange darf die Hitzewelle jetzt nicht mehr andauern, sonst haben wir ein Problem. Sonnenfinsternis auch noch. Immer noch schlecht. Das gibt's doch nicht. So kriegt er jetzt kein vernünftiges Bett mehr gebaut da. Ist mir ein Rätsel. 18% schon. Langsam wird's eng. Hufeisen werfen. Liegt er sich jetzt hier hin zum Schlafen? Nee, das sollst du aber nicht tun.
sondern ich möchte, dass du das Bett benutzt. Und du hast den größten Hitzeschaden im Moment. Da drin ist es wenigstens kühl. Jetzt müsste es eigentlich zurückgehen hier. 17%, 16%. Ja gut. Mal Kondor behandeln. In der Zeit wird dein Hitzeschlag auch wieder etwas sinken. Gehst mal in Kampfmodus und gehst mal hier rein. Und auch dein Hitzeschlag wieder sinkt. Das weisen wir mal vorübergehend dem Dietrich zu. Er ist wieder versorgt mit seinen Muskelparasiten. Gut. Er schläft bei 52 Grad. Natürlich jetzt nicht so prickelnd. Bei ihm dürfte sich also auch bald wieder erledigt haben. Gut. Jetzt auch schlafen gehen. Müsste ja eigentlich über Nacht wieder etwas abkühlen, hoffe ich mal. Etwas schneller laufen. 51. Naja, aber auch nicht wirklich, ne? Hat schon wieder Hitzeschlaganzeichen. Er auch. Nur er nicht. Er hat ein Kühlaggregat. -49 Grad in der Nacht ist immer noch extrem heiß. 9,4. Nicht so genial. Schon mal machen kann. Ich kann noch einen weiteren Raum hier unten in Auftrag geben. Auch eine Holztür. Holzboden natürlich. Und da drin möchte ich einen Forschungstisch bauen. Okay, da drin ist jetzt 24 Grad. Sollten sich wieder etwas erholen, theoretisch. Bei ihm ist es weg, bei ihm ist es weg. Bei ihm geht's weg. Und Condor, leg mal los. Bau mal den neuen Raum da unten auf. Nötig noch Stahl. Ah. Mist, wir haben keinen Stahl mehr. Oder? Doch, wir haben noch Stahl. Keine 25 mehr, nur noch 21. Hm. Aber gut, dass sie sich erstmal alle hier aufhalten. Dass zumindest der Hitzeschlag ein bisschen gestoppt wird. Oh, ein Teil eines Raumschiffs ist abgestürzt. Hm.
dürfte Stahl und Komponenten drin sein. Allerdings, wenn ich bei der Hitze jetzt einen darunter schicke, bei 60 Grad Celsius, ja, keine gute Idee. Der hat 12% Hitzeschlag. Der hat keinen Hitzeschlag. Der hat auch keinen Hitzeschlag. Gut. Geht er jetzt mal da unten hin? Und ein bisschen abkühlen. Die beiden kühlen sich da oben ab. Und die Biber sind da. Ist auch noch. Die helfen uns jetzt gerade im Moment natürlich nicht wahnsinnig weiter. Hat sich ein Herz gefasst. Dann geht die. Okay, sehr gut, sehr gut. Sollte es jetzt reichen, um die Forschungsbank da unten bauen zu können? Raus hier. Okay. So, der Forschungstisch wird gebaut. Aber wir haben immer noch 60 Grad. Grad Celsius. Wahnsinn. Oben drin ist 36 Grad. Nahrung haben wir auch keine mehr. Weil unser Zeug da nicht mehr wächst. Nicht so ganz optimal gerade.